Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Wallonien und ihr werdet euch erinnern, zuletzt waren wir hier in Stralsund und ich hatte mich gewundert, warum der Zug nicht mit Treibstoff beladen wird. Aber das Ganze ist kein so großes Mysterium. Ich vermute, ihr habt es mir auch gleich in die Kommentare geschrieben. Der Grund ist, dass diese B- und Entladestation für Flüssigkeiten immer einen Ausgang und einen Eingang hat für entsprechende Rohrleitungen. Und wir haben hier nur Ausgangsrohre. Ja, und insofern sollte das leicht zu beheben sein. Ich werde hier den Sofortbau mal anwenden, weil das Ding jetzt hier quasi schon in Betrieb ist. Und das sollte auch keine große Sache sein. Wir werden das unterirdisch bauen. Da, genau, von da müssen wir jetzt da rein. Und das scheint auch problemlos zu gehen. Rubelbau haben wir schon an. Das müsste ruckzuck fertig gebaut werden. Jetzt ist es schon fertig. Und jetzt kommt hier Treibstoff rein. Sehr schön. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen mysteriös ist, ist die Tatsache, dass dort schon im Zug, also in den Zug irgendwie Treibstoff gelangt ist. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass möglicherweise ein treibstoffliefernder Zug ins Gebäude gefahren ist und die dann quasi innerhalb des Gebäudes Treibstoff ausgetauscht haben. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe. Nun gut. So, das entschuldigt. Das heißt, der wird jetzt zurück nach Schwerborn fahren. Und da müssen wir jetzt was tun, weil das darf hier auch noch nicht so blau bleiben, weil der kommt jetzt gar nicht weg und der andere kommt nicht vernünftig rein. Ich kann das aber nicht abreißen, wenn der da steht. Das heißt, das Sinnvollste, was ich jetzt meines Erachtens tun kann, ist, dass ich einfach diese Weiche nochmal vorverlege. Also quasi eine zweite hier mache. Auch im Sofortbau. Aber wir gucken erstmal so, das müsste ungefähr passen. Jawohl. Und dann entfernen wir einfach diese Signale hier. Und machen die dann hier hinter, so wie es sein soll. Genau. Ja, und wenn der dann rausgefahren ist, wobei die müssen eigentlich auch weg. Und da müssen wir eigentlich genau solche hier hierhin bringen. Ah ja, das scheint sogar zu passen. Ja, wunderbar. Okay, das heißt, jetzt müsste der eigentlich... Ah, der blockiert natürlich noch das Ganze. Warte mal, warum ist hier rot, wenn ich hier reinfahre? Na gut, der wird ja auch irgendwann sein Öl hier vollgeladen haben. Das ist nicht mehr so weit hin. Dann fährt er hier lang und hier raus. So müsste es eigentlich sein. Und dann kann der reinfahren. Und dann müsste allerdings... Das ist rot. Warum ist das rot? Ich will es nur einmal kurz verstehen. Ach so, weil der Folgeblock belegt ist. Ja, weil hier noch die Weichen sind. Ich verstehe es. Deswegen ist das im Moment rot, aber in Zukunft wird das nicht rot sein, wenn der dort steht, weil dann hier es keine Verbindung mehr gibt zwischen diesen beiden Seiten. Dann sollte alles korrekt laufen. Hervorragend. Gut, und dann widmen wir uns erstmal wieder der Metro, denn das Ganze ist natürlich noch nicht zu Ende geplant, ihr erinnert euch. Was auf jeden Fall schon mal fehlt, und jetzt gehen wir mal wieder zurück hier auf Ressourcenbau. Was fehlt, ist erstmal die Straßenzufahrt für die Station selbst. Und jetzt ist eine Sache, die ich tatsächlich nicht genau weiß, weil es das erste Mal ist, dass ich diese Metro, eine Metro baue. Und zwar, klar ist natürlich, dass diese Station selbst gebaut wird von ganz normalen Bauunionen über die Straßenzufahrt. Aber was ist eigentlich mit den Gleisen? Wird das auch dann von hier aus gebaut durch die Bauunion? Oder wird das durch hier diese Gleisbaubetriebe gebaut? Und wenn das durch Gleisbaubetriebe gebaut wird, dann muss es ja auch irgendeine Zufahrt geben. Ne? Irgendeine Übergangsstelle zwischen diesen Gleisen. Und tatsächlich bin ich mir noch gar nicht so sicher. Guck mal, U-Bahn-Gleise. Ob es eigentlich so eine Schnittstelle gibt. Ich habe tatsächlich da jetzt keine Erfahrung mit. U-Bahn-Endstation, das hat man schon gebaut. U-Bahn, ebenerdiger Endbahnhof, das ist noch was anderes. Ja. Und dann haben wir hier die oberirdischen Stationen.
Aber eine Schnittstelle sehe ich jetzt hier eigentlich nirgendwo. Also, ich würde mal sagen, bevor wir das nicht genau wissen, werde ich jetzt hier auch nichts planen, sondern ich lasse erstmal die U-Bahn-Station hier bauen und dann gucken wir mal weiter, ob dann irgendwie weitergebaut wird oder ob ich da nochmal genauer nachschauen sollte. Das ist auch nicht so eilig, weil eh hier die ersten Touristen kommen, dauert es noch. Dazu muss vor allem dieses Schiff hier produziert werden. Ja, okay, es geht ganz gut voran, aber auch das Verhältnis, das verbessert sich hier auch. Sehe ich gerade, das gefällt mir. Sind jetzt wieder mehr Arbeiter als Ingenieure da. Nun gut, also das lassen wir nochmal offen. Aber eine Sache, die können wir nicht offen lassen. Also wenn das so sein sollte, dann, und es gibt so eine Schnittstelle, dann schaut mal, da können wir relativ gut vielleicht daran oder so. Das würde schon noch gehen. Aber wir befassen uns jetzt mit etwas anderem, denn ich muss hier immer noch das elendige Thema des Fußgängertunnels noch lösen. Das könnte ein bisschen heikel werden, weil wir jetzt hier runtergegangen sind. Und wie kommen wir jetzt mit den Fußgängern raus? Das ist die große Frage. Dazu werde ich hier nochmal wieder die Gehwege abbrechen. Im Übrigen kann es sein, das ist normalerweise hier ein Brunnen gewesen, kann es sein, dass der Brunnen nicht funktioniert, wenn man hier kein Wasser hat? Das ist ein Modbrunnen. Möglicherweise ist das so, weil ich kann mich erinnern, hier gab es tatsächlich mal Wasser. Oder ist er möglicherweise im Winter abgeschaltet? Das wäre natürlich auch ein geniales Feature. Passt auf, ich versuche nochmal hier das Ding hin zu platzieren. Wir möchten auch gerne Rolltreppen haben, also bin mir nicht sicher, ob es geht, aber wir probieren alles. Wobei, wo sind hier... Nee, die U-Bahn... Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es hin. Es wird spannend. Bin ich eigentlich jetzt richtig? Ist das der oberirdische Ausgang? Ja, ich bin richtig. Okay, also nochmal. Hier wird es jetzt hin platziert. Und jetzt gucken wir unterirdisch. Und schauen mal, was da zu tun ist. Also, ich probiere es jetzt mal ganz banal. Okay, so funktioniert es schon mal nicht. Gut, das heißt, wir müssen irgendwie mit dem hier raus. Und wir sehen im Übrigen, warte mal, ich werde mal den Snapwerk machen, dass es gerade schon mal nicht geht. Das heißt, wir müssen entweder nach unten oder nach oben. Oh, schaut mal, hier würde es aber gerade gehen, ja, irgendwie. Okay, nach unten scheint es zu gehen. Ich verstehe nicht, warum er sich da immer irgendwo ransnappt. Das ist super nervig. Vielleicht müssen wir das Ding erstmal nach unten führen lassen. Oder nee, warte mal, ich probiere es mal so. Ich mache es jetzt mal stückchenweise. Einmal so. Okay, wir kommen hier nicht rüber. Müssen wir dann da runter durch? Schaut mal. Es geht tatsächlich, dass wir das da runter durchführen. Das heißt, die müssen erstmal ein Stück nach unten, bevor sie dann nach oben kommen. Ja, das scheint zu funktionieren. So ist, glaube ich, der Weg noch ein Tick kürzer. Ja, ich würde sagen, da werden wir jetzt nicht lang fackeln. Wir sind froh, dass das überhaupt funktioniert. Also, die fahren hier runter. Ja, das ist sogar einigermaßen ebenerdig. Ach, schaut mal, das geht sogar über die Schienen rüber. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, ist doch super. Okay, das ging jetzt besser als gedacht. Kann gebaut werden. Haben wir das Ding auch schon in Planung gegeben? Jawohl. Dann müssen wir jetzt bloß hier wieder den Fußweg anschließen. Und ich bin echt gespannt. Metro ist schon was Feines. Irgendwie bin ich mit diesem schrägen Weg nicht so ganz zufrieden. Ja, normalerweise müssten wir hier auch irgendwie mal aufrüsten auf Laternen. Wisst ihr was, da ich das eh nicht manuell bauen lassen werde, mache ich das jetzt mal per Hand. Das hatte ich eh sowieso überall vor. Und dann haben wir nämlich ja hier unsere Fußwege. Die Frage ist, wo sollen die Laternen stehen? Eigentlich lieber auf der anderen Seite, oder? Machen wir mal den Platz mit Straßenlaternen. Genau, dann gehen wir jetzt so rum.
So, einmal um den Hauptplatz rum. Okay, gut. Und jetzt war halt die Idee, dass die dann einfach auf dem Bürgersteig laufen. So, dass wir diesen Fußweg einfach nur hier anschließen können. Ah, jetzt habe ich den aus Versehen auch im Sofortbau gemacht, aber gut. Das ist kein Problem. So, ja, und dann gehen die da rauf und dann können die weitergehen. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung dieses Problems. Ja, dann lassen wir mal die Arbeiter arbeiten und wir gucken hier bei Zeiten vorbei. Jetzt kommen wir zu einem anderen Problemchen aus der letzten Staffel, das ich noch links liegen gelassen habe. Aber wir gucken mal, welcher Zug hier zu lange wartet. Aha, aha, aha. Er ist wohl doch noch nicht so schnell voll mit Öl, aber schaut mal, jetzt ist es soweit. Gleich. Aber passt mal auf. Wir sagen ihm einfach, er soll losfahren, er soll da entladen. Komm, beweg dich mal dahin. So, jetzt hatte ich auch tatsächlich mal wieder einen Absturz. Häuft sich leider in letzter Zeit. Ich hoffe, hier ist nicht grundsätzlich der Wurm drin. Ich werde mal sicherheitshalber jetzt den Zug nicht manuell umkehren lassen, sondern wir warten einfach, bis er da rausfährt. Und dann muss ich nur dran denken, dass ich die Weiche dann irgendwann später wegnehme. Ich meine, er ist ja bald voll. Öl läuft hier. Wie ist eigentlich hier? Die Pumpe läuft noch nicht, weil Stromversorgung noch nicht hergestellt ist. Warum? Weil hier noch nicht die Baubetriebe da sind. Aber es sieht so aus, als ob hier mit übertriebenem Aufwand gleich gebaut wird, nämlich mit einem Mega-Kran. Gut, ich war aber bei einem anderen Thema eigentlich. Das hat uns hier kurz nur abgelenkt. Ich wollte mich einem Problem aus der letzten Staffel widmen, das ich bis jetzt einfach ignoriert habe. Nämlich unser Schiff, das wir hier auf Probefahrt geschickt haben. Unser Flussfrachtschiff, das hier gestrandet ist. Und da gab es in den Kommentaren verschiedene Theorien, warum das passiert sein könnte. Und die am meisten unterstützte Theorie ist die Tatsache, dass hier kein Treibstoff mehr ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Ding vollgetankt ist und er nicht mit vollem Tank einmal zur Grenze und dann zurückfahren kann. Das wäre allerdings ein großes Problem. Allerdings bin ich mir da unsicher. Es ist so, dass normalerweise eigentlich die auch ohne Tank immer zurückfahren und das Ganze dann kostentechnisch nachgetankt wird. So funktioniert, glaube ich, das System. Ich hätte also erwartet, dass er auf jeden Fall zurückfahren kann. Meine Vermutung ist, dass es sich nicht um ein Tankproblem handelt, sondern dass er hier, schaut mal, dass er auf Grund gelaufen ist, dass der Fluss hier zu flach ist. Und das können wir einfach beheben, indem wir hier das Gelände absenken und dafür Geld ausgeben. Und wir gucken mal, ob es daran gelegen haben könnte. Und tatsächlich, schaut mal, er fährt weiter. Also, die Fahrrinne war zu flach. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich diese Probefahrt gemacht habe. Nämlich, um genau diese Problemstellen aufzudecken. Wobei ich mich ein bisschen wundere, dass er auf der Hinfahrt problemlos durchkam und auf der Rückfahrt nicht. Aber es scheint so zu sein, dass er wirklich eine andere Route fährt auf Hin- und Rückfahrt. Weil ja auch, falls mehr Schiffe unterwegs sind, sie aneinander vorbeikommen müssen, hat das auch eine gewisse Logik. Und insofern, ja, kann es einfach passieren, dass auf der Rückfahrt halt er nochmal stecken bleibt. Wir werden das beobachten, aber das Problem scheint zum Glück jetzt erstmal gelöst zu sein, oder? Fährt schon wieder ziemlich dicht dran ans Ufer. Naja, wir werden ja informiert, wenn er nochmal stehen bleibt. Also ist auf jeden Fall gut, dass wir diese Probefahrt hier einmal unternommen haben. Okay, was ist unser nächstes Thema? Ich würde sagen, nächstes Thema ist... Oh, warte mal, ich sehe gerade, der Hafen ist ja schon fertig. Das ging ja ruckzuck. Können wir an diesem Passagierhafen eigentlich... Ach, schaut mal, es wäre cool, wenn man hier so eine Schrift platzieren könnte. Volksrepublik Wallonien. Geht aber leider hier nicht. Könnte man an der U-Bahn-Station machen. Und die im Übrigen auch schon fertig gebaut ist. Strom.
Ah, das ist die U-Bahn-Endstation. Wie kommt hier eigentlich Strom her? Kann das sein, dass wir dafür noch gar keine Lösung haben? Das sieht wohl ganz so aus. Okay, da müssen wir es tun. Und jetzt stellt sich die Frage, von wo aus gehen wir wie ab? Hier hatten wir mal, glaube ich... Das ist, glaube ich, eine Mod, die wir benutzt haben. Da könnten wir von da hinten, glaube ich, noch weggehen. Das muss auf jeden Fall direkt auch noch geplant werden. Ja, das geht. Sehr gut. Das passt eigentlich hier ganz gut rein. Fügen wir das mittig da rein. Ein Umspannwerk sollte unkritisch sein, aber das wollen wir schon noch selber bauen. Ja. Okay. Gehen wir einmal da weg. Und dann gehen wir einfach direkt dort runter. Gut. Das dazu. Ja, jetzt befassen wir uns mal wieder mit Wartenburg, beziehungsweise mit den beiden Dörfern, die wir hier in der Nähe haben. Denn ich hatte gesagt, hier sollen noch Bushaltestellen gebaut werden. Und die große Frage ist, wo baut man die eigentlich hin? Wir gucken mal. Das sind, glaube ich, diese kleinen Bushaltestellen. Und ich fürchte, dass hier jetzt einfach auch die Häuser im Weg sind, wenn ich das jetzt hier rein platziere. Ich glaube, das würde nicht passen. Ja, wobei. Alternativ wäre, dass wir einfach hier so eine Nebenstraße aufbauen und dann hinter diesen Häusern rangehen für die Bushaltestelle. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, schaut mal, wie viel Verkehr hier durchrollt. Das ist enorm. Pass mal auf, ich finde, das ist keine so doofe Idee. Das machen wir mal. Wir werden hier die Bushaltestelle platzieren. Dann können wir auch sauber die Straße im Selbstbau machen. Machen wir sie... Eigentlich würde ich sie doch lieber gerade machen, ne? Oder wir machen sie mal so... etwas geschwungener und von dort dann daran. Das sieht gut aus, jawohl. So. Na, da ist ein Problem mit dieser Zufahrt. Ist das eine Straße? Oder ist das ein Fußgängerweg? Das scheint ein Fußgängerweg zu sein. Den können wir allerdings wegmachen. Das ist kein Problem. Dann gehen wir da so ran. Kann gebaut werden. Und das... ist nur so ein Trampelpfad. Ja Gott, dann musst du da rausgehen. Das ist kein Thema. Okay, dann noch die Frage, spendieren wir Ihnen jetzt hier noch einen Asphaltfußweg zur Hauptstraße? Ich würde sagen, ja, wir sind mal so. Machen wir es mal so. Und vielleicht von der Seite ähnlich. Das geht aber nicht so gut. Dann machen wir es da ein bisschen straighter. Ja. Der wird sich hier freuen. Der hat jetzt viele neugierige Passanten, die in seine Fenster schauen. Okay, auch das kann gebaut werden. Das nächste können wir schon mal hier drüben in Eichrott planen. Eichrott ist insofern interessant im Übrigen, weil es hier auch eine Kirche gibt. Und ja, es könnte durchaus sein, dass es hier auch Bedarf gibt. Nicht, dass wir das hier großartig gutheißen oder unterstützen, aber es könnte sein, dass in Wartenburg gerne diese Kirche besucht werden möchte, von Wartenburg aus. Insofern werden wir, glaube ich, auch einen Busbetrieb in beide Richtungen hier organisieren. Aber hier ist mehr Raum für eine Bushaltestelle. Bloß wo? Hier vielleicht? Könnte das gehen? Ja, wenn das ein Fußweg ist, ich glaube, das geht. Wir reißen das mal ab. Oh, das sind ja alles hier noch nur Feldwege. So, der geht auch mal weg. Und dann kommt hier die Bushaltestelle. Hier direkt bei der Kirche hin. Ja, machen wir es mal so. Und dieser Weg, der muss ja eh dann nochmal neu gebaut werden. Den haben wir jetzt noch nicht angeschlossen, weil die Leute sollen noch nicht Bedürfnisse bekommen. Sonst gibt es Probleme. Das haben wir leider im anderen Ort nicht gut berücksichtigt. Von da werde ich aber wieder eine
Ah, da können wir keine Lehmstraße ranführen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder den Fußweg löschen. Dann ich... Warum? Okay, das scheint allgemein jetzt hier nicht gut zu funktionieren. Dann machen wir es jetzt ein bisschen großflächiger neu. Also neu in Anführungsstrichen. Mehr als eine Lehmstraße kriegen die hier auch nicht. Dann machen wir es so. Und so. Ja, das passt schon. Und dann kommen jetzt hier erstmal wieder die Fußwege. Du gehst daran. Gut, alles klar. Und in die Richtung allerdings werden wir dann normale Straße planen. Nur, dass es noch nicht losgeht. Sondern erst, wenn die Stadt da ist und wir dadurch die Bedürfnisse erfüllen können. Okay, gucken wir kurz mal hier. Die verbleibenden Fußwege werden wir auch noch machen. Und der muss auch noch wieder angebunden werden. Das machen wir so, dann machen wir das... Oh ne, ich habe noch eine bessere Idee. Wir machen hier einen Fußweg, der hier so vorbeigeht und da ran mündet. Und da geht er raus und da gehen wir rein. Das ist doch super. Und hier, ja, hier könnte man dann auf die Idee kommen, tatsächlich direkt zur Kirche sich zu bewegen. Mann, Mann, Mann. Okay, alles klar. Das ist erst einmal die Vorbereitung. Beziehungsweise das kann dann aber auch schon geplant werden. Wartet. Okay, also bestätigt werden wollte ich sagen. Gut, nächstes Thema, was ich angehen möchte, ist das Thema der Stahlzulieferung. Wobei leider dieses Lager hier noch nicht abgeschlossen ist, weil die Straßen noch nicht fertig sind. Aber wir können das schon mal theoretisch installieren. Und hier hatte ich ja überlegt, dass wir das System ja komplett umstellen wollten. Dass wir also die Zulieferung dieses Stahls und des Stahls für Wartenburg über die Zugverteilstation machen. Und ich bin mir tatsächlich... Warte mal, wir werden das mal kurz probieren. Können wir jetzt diese Linie hier löschen? So, Linie. Nee. Kann ich die Linie einfach löschen, obwohl noch Fahrzeuge drauf sind? Scheint nicht möglich zu sein. Das heißt, ich muss den erstmal irgendwo hinschicken. Pass mal auf. Depot. Gehe zu Depot. Kann ich jetzt das hier als Depot angeben? Ja, kann ich. Okay, das Blöde ist natürlich, dass er jetzt noch Stahl dabei hat. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Wenn er jetzt mit Stahl hier reinfährt. Ist ein bisschen doof jetzt eigentlich, aber wir probieren das mal. Okay. Jetzt fährt er da hin. Aber ich will ja die Linie eigentlich löschen. Muss ich wahrscheinlich manuell machen. Wir nehmen das mal hier raus. Ist die Linie jetzt gelöscht oder gibt es jetzt so eine tote Linie? Das ist irgendwie... Warte mal, hier. Clear Line Data. Es ist irgendwie unschön gemacht, ne? Beim Linienmanagement. Oder ich habe das Prinzip noch nicht verstanden. Weil ich will ja das Fahrzeug nicht verkaufen. Ich werde das Fahrzeug von der Linie nehmen. Aber dazu finde ich jetzt leider keine Option. Oder das hier. Von Linie entfernen. Oh mein Gott, ja, es ist viel einfacher. Alles klar. Okay, aber jetzt haben wir immer noch eine tote Linie. Vielleicht geht die dann automatisch weg. So, jetzt aber mal überlegen. Also, wenn hier der Zug da ist, den wir benötigen, dann können wir jetzt neue Aufgaben definieren. Und zwar, also, was soll gemacht werden? Wir wollen das Stahllager nutzen. Also hierhin. Beladen, wenn da mehr ist als 0%. Naja, kann sofort losgehen. So,
dann soll hier entladen werden. Und ich würde sagen, wenn da weniger ist als 50%, reicht es allemal. Und dann soll da hinten entladen werden. Ich habe noch keine richtige Erfahrung, wie viel Stahl hier so verbraucht wird. Aber machen wir mal hier vielleicht, wenn es unter 70% ist. So, und das ist jetzt mal interessant, ob das jetzt... Er müsste jetzt eigentlich schon direkt losfahren, wenn er ankommt. Wir können mal beobachten, wo jetzt der Stahlzug sich befindet, der jetzt aus Stralsund da kommen müsste. Der müsste doch hier auf der Linie sein. Habe ich ihn schon verpasst? Oder ist er schon da? Oder ist er jetzt irgendwie verschwunden? Oder er hat irgendwie... Ach Quatsch, der kam ja gar nicht aus Stralsund, der kam ja von hier. Der kam ja von hier. Wir suchen ihn. Wo könnte er sein? Komisch. Ist er noch da drüben? Kommt er nicht weg? Also hier ist er definitiv losgefahren. Gehen wir mal auf die Suche nach unserem Zug. Er müsste eigentlich hier rechts abgebogen sein. Dann hier über die Brücke. Dann hier entlang. Da ist er nicht. Dann hier entlang. Außer er hat natürlich jetzt die große Runde gemacht. Das könnte natürlich auch sein, dass er hier, das machen die ja auch manchmal ganz gern, hier durch den Tunnel fahren. Ja, tatsächlich. Da ist er. Mit Stahl. Ich hatte den richtigen Riecher. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er jetzt damit umgeht. Erstens, was passiert mit dem Stahl? Und zweitens, fährt er, müsste jetzt gleich losfahren. Und jetzt bin ich gespannt, fährt er dann erstmal wieder ins Stahllager? Oder was macht er? Er müsste dann direkt nach Wartenburg fahren. Das ist eigentlich auch eine hübsche Mitfahrt, weil wir die Strecke noch nicht gut kennen. So, er ist auf jeden Fall jetzt erstmal auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal gut. Das funktioniert im Übrigen auch. Da habe ich nie so richtig drauf geachtet. Aber wir haben ja hier schon so eine Fleischverteilung. Die funktioniert scheinbar ganz gut. Okay, jetzt fährt er da rein. So, was macht er jetzt? Jetzt fährt er tatsächlich los. Er hat schon Stahl drin. Er fährt nach Wartenburg. Zum Entladen? Warte mal. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ach so. Nee. Er fährt nach... er fährt nach Stralsund zum B-Laden und fährt nach Wartenburg zum Entladen. Ja, perfekt. So soll es sein. Ja, wunderbar. Dann ist das der Moment für unsere Mitfahrt, würde ich sagen. Hervorragend. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir nehmen uns auch mal die Zeit. Aber er hat jetzt eine andere Zugmaschine genommen, ne? Da frage ich mich auch, nach welchen Kriterien entscheidet er das, was er da nimmt. Und er hat interessanterweise auch nur 3 Waggons genommen. Obwohl er, glaube ich, im Ausgangszug hatte er 4. Na, ich kann, glaube ich, die Minimalwaggons einstellen. Aber ganz cool finde ich, dass der Stahl nicht verloren gegangen ist. Das gefällt mir. Naja, genießen wir mal hier ein bisschen die Mitfahrt. Der hat sich auch krass verändert hier, ne? Habe ich das Gefühl. Kam mir früher deutlich leerer vor. Dieser Teil der Strecke. Oh, hier die Kohle auf den Gleisen. Na, gerade so nicht. Uiuiuiui. Das ist nicht ganz optimal. Das ist das Mod-Ding. Schade.
Drüben schöner Blick auf Wolgast. Hier muss er kurz warten, nachvollziehbarerweise. Aber es ist auch eine schöne Stelle hier eigentlich. Und was mich nach wie vor freut, ist, dass das Zentrallager, auch wenn es wirklich groß ist und wenn hier viel passiert, sehr, sehr gut funktioniert. Also es gibt hier niemals Stau, wie einige befürchtet haben. Also beim Vorfeld. Das System hat sich wirklich bewährt. So, jetzt wird er sich nochmal vollladen. Wobei ich es eigentlich ein bisschen schade finde, dass er jetzt nicht... Ich muss mal prüfen, ob jetzt ein Waggon... Warum geht denn das so langsam? Ist hier kein Strom? Warte mal, das muss ich auch kurz prüfen. Doch, hier ist Strom. Es geht auch nicht langsam, es kommt mir nur so vor. Bleiben wir bei ihm wie. Und üben wir uns in Geduld. Oder lädt er jetzt erstmal aus? Hä? Es geht doch ziemlich langsam, ne? Ist das normal? Es scheint normal zu sein. Also Strom ist da. Okay, ich bin tatsächlich offensichtlich ungeduldig. 235 von 37. Jetzt geht's gleich los. Wir fahren weiter. Und wir fahren erstmals vorne raus. Da hatten wir, glaube ich, auch noch keine Mitfahrt. Hier sieht man wunderbar diese Brücke über die Waldau. Ah, das ist herrlich. Schaut mal die LKWs, die da oben fahren. Schöne Stelle. Da hinten der Blick auf Leipzig. Nochmal hier zurück. Ordentlich Verkehr da oben. Hier die Fahrt durch den Uranbergbau. Dieser Hügel hier, der hätte nicht sein gemusst. Okay, wir nähern uns Leipzig. Und dann wird es spannend, weil die Strecke danach, die haben wir nicht sehr oft gesehen. Vor allem das letzte Stück in Richtung Wartenburg. Das ist ganz neu. Glaube ich zumindest. Wobei ich auch ganz gern mal solche Dinge vergesse. Aber umso mehr freut man sich, oder man freut sich dann quasi doppelt, wenn man Dinge vergisst. Hat auch was für sich. So, und da kommt uns ein anderer befreundeter Stahlzug entgegen. Der bringt Stahl ins Hauptlager. Aus dem Stahlwerk. So, jetzt geht's hier über die Brücke. Ja, das ist auch ein schöner Anblick. Und vorbei an Erzfurt hinauf. Berg. Auch da sehen wir viele Baufahrzeuge, die alle noch in Richtung Wartenburg unterwegs sind, denn sowohl aus Erzfurt als auch aus Polymerseburg kommen die meisten Baufahrzeuge und Bauarbeiter. So, jetzt habe ich schon einen schönen Blick da hinten auf die wachsende Stadt. Er muss zum Glück nicht tanken.
Hier haben wir so ein Kohlebergwerk. Und das ist jetzt komplett neu. Sehr schön. Wir sehen die Kräne dort hinten. Ach, sieht das toll aus. Mal wieder ein Rettungshubschrauber. Ach, schaut mal, das ist auch eine Kirche. Habe ich jetzt erst gesehen. Okay, in beiden Dörfern sind Kirchen. Das ist schon interessant. Ja, der Bahnhof entsteht dort schon. Das sieht so gut aus. Die Fabriken sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ah, wie cool. Wobei, ich gebe zu, der Bahnhof sieht natürlich nicht ein bisschen unpassend aus, weil er ein Altbaubahnhof ist. Da gab es auch schon entsprechende Hinweise in den Kommentaren. Allerdings habe ich bei den ganzen Bahnhofsmods keinen einzigen neu modernen Bahnhof gefunden, der ein Sackbahnhof ist. Den wollte ich hier unbedingt haben, weil ich wollte halt die Gleise nicht weiter rausführen. Muss man halt auch nicht bei den anderen Bahnhöfen, aber es sieht dann immer komisch aus, wenn die im Nichts enden. Nun gut, liebe Leute, das war doch schön. Immer wieder herrlich. Ich frage mich bloß, ich meinte, er soll das ja eigentlich auf 70% bringen. Warum hat er nicht mehr geliefert? Oder hat er einfach nicht mehr Waggons? Kann natürlich auch sein. Ich guck mal, ist hier noch was über? Waggons 9? Doch, er hätte eigentlich mit mehr fahren können. Minimale Anzahl von Waggons. Ich bin mir nicht sicher, warum er nicht mehr angekoppelt hat. Nun ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass das schön geklappt hat und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.